Moin, Herr Ingenieur. Kannst du mal meine neue Blinkanlage eintragen? Wollen Sie mich verschaukeln? Da sind ja überhaupt keine Blinker dran. Laut RPA... Quatsch nicht, Meister. Das ist ja auch gar keine herkömmliche Blinkanlage. Hier in der Mitte des Lenkers wird das Wurstmagazin eingeklippt und hier wird mittels Knopfdruck ein Federmechanismus in Gang gesetzt. Ein sogenannter konservativer Wurstblinker. Und das soll ich Ihnen abnehmen? Das will ich doch annehmen. Na, dann blinken Sie mal links. Und... Na, was ist? Das schmeckt ein wenig fad. Wie wär's mit Senf? Jetzt besser? Jetzt besser? Jetzt besser? Wurstblinker? Du Humbug! Hauen Sie ab, Mann! Gefällt Ihnen nicht? Warten Sie, meine Blinkanlage ist nämlich variabel. Wie wär's mit Erbsen und Röhrchen? Oder mit Lapskaus? Nein. Gefällt Ihnen wohl auch nicht? Und gar nicht. Dann habe ich noch rote Beete mit Sellerie. Kommt auch gut. So fett mit dem Fettwurf verlassen Sie augenblicklich das Gesinde. Keine Eintragung? Nein! Nicht die Bohne! Bohnen mit Suppengrün habe ich auch dabei. Wie wär's damit? Hey, Herbert! Was bist du denn hier? Herr Werner, ich hab doch einen Bierdosenhalter. Den will ich eintragen lassen. Kannst vergessen, den Mager. Ist er schlecht drauf oder was? Jo, der macht heute keine Eintragung. Scheiß Typ, du. Immer das... Mensch, Dieter, da war so ein Verrückter mit so einem Lenker. Kick mal, was ist das denn für eine Auspuffanlage? Die ist nicht original, das sag ich dir so. Und da, die Rückenlehne, das ist auch nicht original. Die Fußrasten sind auch nicht original, die gehören verfunken. Gar nicht verkehrt, dein Bierdosenhalter. Mein Reden. Soll ich dir mal was sagen? Diese TÜV-Heinis sind einfach nicht ganz dichtsinnig. Null Checkung. Willst du eine Wurst? Geht ab, Alter. Ja, guck sie dir doch an. Wir schützen eine Werkstätte, weißt du das? Weiß ich wohl, du. Hier, Günner, die Vergaser. Unglaublich. Nicht zu fassen. Und da... Dieter, ist jetzt fest. Hey, guck mal. Du musst sehen. Der Lenker. Dieter, du zieh doch mal. Das ist doch katastrophal. Oh. Au! Hör hier, Finger doch mal nicht so dumm rum. Trag lieber mein Bierdosenhalter ein. Die Maschinen entsprechen nicht den Bestimmungen. Wir gehören aus dem Verkehr gezogen. Was? Alle beide. Aus dem Verkehr gezogen? Wann hast du überhaupt das letzte Mal Verkehr geerbt? Hör mal zu, das ist eine aufgesetzte Doppelverbrennung. Komm nicht in die Tüte, das ist illegal. Exakt. So sieht ein Krach aus, genau. Was? Originalschrott. So gehört das, die Affe. Was? Körpermotorräder? Nicht mit uns. Überall scharfe Kanten. Die Jungs sind reif für die Klapse. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Heimstarkengesindel, bei euch piept. Durch die Gitter mit Zartbitter. Hat keinen Zweck mit dir, Herbert. Mein Reden. Lang mal rüber. Ab dafür, Alter. Hau weg, die Scheiße. Schönes Ding, du. Schmeckt immer noch geiler der Durchschnitt als Sorgo.